Genau, wir haben ja heute schon einen Ansatz gehört, wie man Jugendliche im Internet schützen kann. Wie das geht, ohne dabei alle Menschen auszuspionieren, hören wir jetzt gleich. Und zwar ist das mit Hilfe der aufsuchenden sozialen Arbeit im digitalen Raum und betrifft Jugendliche. Das Ziel sind vulnerable Gruppen und die sollen präventiv aufgesucht werden und präventiv geholfen werden. Es geht um Aufklärung, Hilfsangebote und Resilienz, das heißt, denen bewusst zu machen, wo sie sich überhaupt aufhalten, wie sie mit ihren Daten umgehen und so weiter. Genau, das heißt, die Sozialarbeiter gehen ins Internet, auf Gaming-Portale, in Social Media und versuchen dort, ja, die Leute zu erreichen. Genau, Christina Diener promoviert gerade an der Katholischen Hochschule für Soziale Arbeit in Berlin unter Unsere Straße ist das Netz. Und sie ist außerdem Gründungsmitglied von Netzforma, dem Verein für feministische Netzpolitik. Und sie erzählt uns jetzt von den Problemen, die einem begegnen, wenn man Jugendlichen im Internet helfen will. Bitte Applaus für Christina. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es gibt auch so Anschlüsse an die Themen vorher. Na, ich werde auch viel von TikTok zeigen, aber ich glaube, mein Ansatz ist eben ein anderer, nicht zu sagen Anti- oder Gegenblase, sondern eigentlich sozusagen auch nicht Polizei, nicht Überwachung, sondern mit Digital Streetwork letztendlich eine Lücke zu schließen, die wir vielleicht manchmal übersehen. Also ich werde noch mal gucken, dass ich Bezug zu sehen nehme. Es gibt auf jeden Fall ganz wichtig auch das Zeugnisverweigerungsrecht, unter dem wir, also Sozialarbeitende haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das ist in der Fanarbeit wirklich blöd, weil uns es dann genau in diese Probleme bringt, dass wir aussagen müssen gegen unsere Adressatengruppen und vielleicht auch Teil dieser ganzen Überwachung werden, die wir uns angehört haben. Und letztendlich können wir dann nicht mehr professionelle Beziehungsarbeit machen. Wie soll ich mit jemandem, der vielleicht eine gewaltbereite Tendenz hat, aber vielleicht auch Unterstützungsangebote braucht, vielleicht bin ich auch vom Verein angestellt und bin dazu da, eigentlich eher zu gucken, dass die Communities sich wieder ein bisschen besser, also ne, die Ultras und die, na, ich weiß, du weißt schon, also, dass man eine Brücke baut, das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel und das Problem ist, dass da auch rechtliche Lücken sind, an denen wir kämpfen. Das Digital Streetwork geht auch ein bisschen in diese rechtlichen Lücken rein. Und zu TikTok würde ich sagen, ja, ist blöd, aber ist so. Müssen wir jetzt mitmachen. Ich finde nochmal auch ganz wichtig, da werde ich am Ende nochmal drauf eingehen, was ist eigentlich mit der Plattform und was können wir von der Plattform fordern, nämlich auch viel mehr Transparenz und auch von der Politik da viel mehr Transparenz zu fordern, also sich nicht dem Ganzen so auszusetzen, also der Datenausnutzung und letztendlich auch diesen massiven Nutzungsmustern, die da stattfinden, neben letztendlich diesen Angeboten, die dann vielleicht Wahlentscheidungen mit beeinflussen. Aber zurück. Ich werde kurz sagen, was ist Digital Streetwork, woher kommt es, wie schaut es aus und dann ein bisschen auf die Probleme eingehen. Vielleicht, weil ich da eine Promotionsarbeit draus mache, nochmal zu sagen, okay, in welchem Spannungsfeld arbeite ich eigentlich, was interessiert mich an der Arbeit. Ich habe diesen Ansatz in der Praxis selber mitentwickelt und habe die Chance vor einem Jahr bekommen, das erheben zu können und es war total beeindruckend, was passiert ist mit dieser Idee, also mit Jugendlichen Rechtsextremismusprävention im Netz zu machen. Das war schon eine Idee, die 2014 im Raum stand, die ich dann entwickelt habe unter diesem Begriff Digital Streetwork. Und es geht eigentlich darum, auch diese menschliche Erfahrung, die, und wir sehen hier Weizenbaum nochmal beschreibt, auch in der Abgrenzung zu all den Entscheidungen, diese ganzen Open-AI-Geschichten und so weiter. Aber der sagt, diese menschliche Erfahrung, die bleibt letztendlich genuin unsere und nicht der Maschine, während die anderen Jungs, die ihr da neben mir seht, natürlich so ein bisschen da eine Schließung machen und auch eine Entfremdung. Und ganz viel diese Idee ist, mit Technik halt soziale Probleme zu lösen, können wir auch. Aber diese zwischenmenschliche Erfahrung, die können wir, glaube ich, nicht schließen. Und da spielt das Digital Streetwork rein. Genau, was gucke ich mir an? Also es ist ein bisschen egal, ob es Digital Streetwork, Online Streetwork, Streetwork im Netz, Social Media Streetwork, also ihr werdet hunderte von Begriffen dafür finden. Oben seht ihr einen Digital Streetworker, unten seht ihr zwei Digital Streetworkende. Die sind unten ganz klassisch im öffentlichen Raum. Streetwork kommt aus den 70er Jahren, wo man vor allen Dingen viele junge Menschen auf der Straße gelebt haben. Da ging es vor allen Dingen auch viel um Suchtproblematiken, Wohnungslosigkeit, auch Missbrauch, Sexarbeit. Und damals hat man sich diesen Ansatz überlegt und hat gesagt, okay, wir müssen junge Menschen auf der Straße erreichen. Die werden nie in unsere Sozialberatung kommen. Die werden auch nie zu uns kommen und sagen, uns geht schlecht und wir brauchen Hilfe. Und deswegen machen wir eine aufsuchende Arbeit. Und das heißt sozusagen, ich gehe hin, ich bin freiwillig, anonym da, ich gebe dir mein Angebot,
kannst mit mir reden, aber du kannst es auch lassen. Und dasselbe macht der junge Mensch dort oben im Netz in so einer ganz ähnlichen Art und Weise. Er geht sozusagen in diese Räume rein oder Digital Streetwear geht in diese Räume rein und bietet einfach Angebote an. Und ob die Gegenseite das nimmt oder nicht, ist erstmal nicht primär das Ziel, sondern das Angebote zu setzen. Und die Erfahrung zeigt dann eigentlich, das ist ganz interessant, dass diese Angebote schon dann auch angenommen werden, weil diejenige Person, die es betrifft, dann weiß, da ist ein Angebot oder da ist jemand, den ich ansprechen könnte. Und manchmal dauert das halt so ein bisschen, bis wir uns auch mit den unangenehmen Seiten unserer selbst oder unserem Problem beschäftigen. Und dann ist es aber gut, wenn jemand dort ist, der mir vielleicht Hilfe stellen kann. Ja, genau. Vielleicht noch zur Definition. Der Sozialraum, soziale Medien wird im Hauptteil der Arbeit genutzt. Meistens sind es junge Menschen, aber nicht immer, die erreicht werden. Und es geht um Hilfestellung eben in dieser digitalen Lebenswelt. Wie sieht das aus? Da seht ihr ein Profil. Profile von Facebook. Oben ist ein Thread, zum Beispiel auf Reddit sind die auch unterwegs. Wozu können solche Streetworker angesprochen werden? Da stellen Sie sich so ein bisschen vor, das um nur euch ein bisschen eine Idee zu zeigen. Genau, was interessant ist, dass es eigentlich das Digital Streetwork als Prototyp der Online-Präventionsarbeit entwickelt worden ist, eben genau gegen solche Kommunikationsrisiken, die eben schon angesprochen, also hässliche Kommentare, Hate Speech und Rex und Islex sind vor allem Rechtsextremismus und islamischer Extremismus. Und die ersten Projekte waren genau darauf angelegt, diese beiden Phänomene sozusagen anzugehen. Weil gerade die beiden besonders gut darin waren, das Internet für sich zu nutzen. Und das halt auch schon 2014 haben wir damit angefangen, 2015. Und vor allen Dingen, wir haben es halt auch mit gesellschaftlichen Folgekosten zu tun, die durch die Digitalisierung entstanden sind. Und in der Forschungsarbeit gucke ich vor allen Dingen auch auf Regulierung, da komme ich später nochmal zu. Was interessant ist, habe ich euch erzählt, also das war als Demokratiestärkung auch angedacht, seit 2015, das Konzept hat einen Boost bekommen mit der Pandemie, weil dann auf einmal alle Streetworkenden und alle, die Angebote hatten, Ideen brauchten, wie sie junge Menschen immer, trotzdem, dass sie nicht vor Ort sein konnten, erreichen konnten. Das heißt, es gab ganz viele, die dann diesen Ansatz einfach genommen haben und in ihren Bereich übertragen haben. Es gab dann aber auch ganz schnell wieder die Tendenz, und das ist so ein bisschen leider typisch soziale Arbeit, also ich möchte mit Menschen arbeiten, nicht mit Computern, sowas höre ich mir manchmal immer gerne an, dass beides eigentlich gut geht, das ist irgendwie noch so ein Lernprozess. Und in der Online-Beratung gab es auch wieder die Tendenz, dann sich wieder vor Ort zu treffen und eben keine Online-Beratung zu machen. Insgesamt kann man aber sagen, und davon geht die Forschung auch ein, gehen wir in so ein hybride Zeitalter, wo beides nebeneinander gut existieren kann. Es gibt heute ungefähr 22 solcher Projekte, 7 davon sind themenoffen, 14 sind im Präventionsbereich und 14 sprechen vor allen Dingen junge Leute an. Und jetzt wird es interessant, 11 sind lokal gebunden. Das heißt, ich mache Digital Streetwork Stuttgart und ich kann auch nur Stuttgarter Jugendliche erreichen. Naja, also das Internet ist größer als Stuttgart, das wissen wir auch. Und da kommen wir ein bisschen zu diesen strukturellen Problemen, die auch in dem Projekt liegen. Oben rechts seht ihr nochmal die erste, das war, was ich mit der Kollegin Cornelia Heiken entwickelt habe. Das war so die erste Publikation dazu, wo es vor allen Dingen darum ging, halt Counterspeech und ein bisschen das, was du auch beschrieben hast, sozusagen pädagogisch zu begleiten, also auch Gegenrede zu machen und sich einzumischen. Das hatte ich schon gesagt, es gibt so bestimmte Themen. Erstmal die Extremismusprävention, dann die Aufklärung von Desinformation, auch gerade auf TikTok gerade sehr beliebt. Es gibt Projekte, die ganz speziell eben einen Gegenansatz bringen und auch nicht, glaube ich, emotional arbeiten, sondern einfach mit einer zielgruppengerechten Ansprache und eben dieses Angebot setzen, was nochmal was anderes ist, als sozusagen sich emotional hineinzusteigern. Es gibt auch einen ganz großen Bereich im Bereich der Suchtprävention, Glücksspiel und Substanzkonsum. Es gibt riesige Projekte in Bayern. Bayern kippt richtig viel Kohle da rein. Also Berlin fände ich mal gut, wenn die so innovativ wären. Aber die stellen wirklich große, auch ich habe hier unten geschrieben,
1 bis 15 Digital Streetworkerinnen, also ob ich jetzt ein Projekt habe mit einer Person oder mit 15, das ist natürlich auch in der Skalierung und in der Art und Weise, wie ich einen Impact vielleicht entwickeln kann, ein Unterschied. Aber man muss schon eher auf die Tendenz 15, 20, 30 gehen, um letztendlich in der Online-Community oder in einem speziellen Bereich auch 24/7 gut zu arbeiten. Dann gibt es im Bereich Migrations-Erstberatung, Zuwanderung, Marginalisierung von Wohnungslosigkeit betroffen, also ein klassisches Streetwork-Thema, was aus dem sozusagen analogen kommt. Und dann gibt es auch noch eins zu sexueller Gewalt und sexueller Orientierung. So, wir reiten jetzt mal ein bisschen so, damit ihr eine Idee bekommt, weil Leute mich immer fragen, wie sieht das denn dann aus? Ja, so ist jetzt hier ein Beispiel von der Drogenhilfe Schwaben, das ist von Facebook. Und da stellen die sich vor, was so, die meisten arbeiten sozusagen, na, es sind Unterschiede, manche arbeiten ebenso mit diesen Avataren, andere sind, also es ist so extrem vielfältig im Moment auch in der Form, wie es sich selber sucht, was ist ein professionelles Ich, wie möchte ich mich darstellen, wie weit gehe ich auch mit dem, was ich von mir selber online zeige. Und das ist auch im Moment ganz interessant für mich als Forscherin zu beobachten, weil sich das sozusagen entwickelt. Genau, Lena, Hanna und Peter sind die Digital Streetworkenden, die dann auch real existieren und die versuchen hier den Überschnitt von Schwaben ins Netz und zurück. Dann gibt es Cats, das ist ein, und hier seht ihr mal so Zahlen, die machen halt genau diese Migrationsberatung oder Beratung vor allen Dingen für Unionsbürgerinnen. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt rechtliche Grundlagen, auf denen muss der Sozialstaat das auch sichern. Das heißt, hier habe ich auch nochmal eine andere strukturelle Förderung, als wenn ich sage, ich mache mal was gegen Desinformation oder Hate Speech, sondern das ist eigentlich eine Regelleistung, die die dann erfüllen mit einem Digital Streetwork und weiteren Ansätzen. Und hier sieht man nochmal, wie sie beraten. Die sind unheimlich gut darin. Eben, da seht ihr ungefähr die Fälle, wie viele Anfragen die haben. Die haben auch viel mehr Anfragen immer, als sie überhaupt bewältigen können, obwohl sie ein großes Team haben. Hier, das ist dann jetzt eher die unterhaltende Fraktion auf TikTok. Streetwork at Online, Safe Space für Fragen und Gedanken. Da sieht man auch mal den offenen Ansatz. Die machen hier vor allen Dingen auch eine sogenannte Extremismusprävention. Und hier geht es um Allah, um die Welt, also auch um die Erklärung von muslimischen Alltagsthemen. Sorgen wir helfen. Und sprechen vor allen Dingen mit Inhalten dann die Themen an, mit denen sie dann versuchen, die Beratung weiterzuführen. Hier unten finde ich auch mal ganz schön, Gen Z-Kollegin, den Millennials im Team schon wieder Discord erklären soll. Also man findet in den Postings auch immer wieder so Stories von den Digital Streetworkenden selber. Das zeigt so ein bisschen, dass sie natürlich auch diese Sprache aufnehmen, um ihre eigenen Probleme und Zustände nach außen zu tragen. Genau, das ist der Bereich Streetwork Gambling, also sozusagen Glücksspiel. Auch hier wird viel mit Inhalten gearbeitet. Und dann sozusagen, ich glaube hier, das ist die Website von den Online-Streetwork. Dann erklären sie nochmal, wer sind sie, dass sie kostenlos und anonym sind. Und was ich nochmal interessant finde für euch, auch in Sachen Daten sammeln und so weiter, sie bieten an, also sozusagen eine Scharnier. Das heißt, ich suche erst auf sozialen Medien und gehe dann aber, besonders weil es bei solchen sehr sensiblen Themen um sehr viel geht, bieten dann letztendlich hier eine Datensicherung Scharnier, also wo sie Beratung machen können, die datensicher ist, weil das kann in den sozialen Medien nicht erfolgen. Genau, wie sieht das aus, wenn ich auf eine Plattform gehe? Hier gute Frage, nett. Da findet sich dann was und da finde ich zum Beispiel hier das Profil von Eike, der auch sagt, offene Beratung, wenn du einfach mal chatten willst oder ich bin hier und hat sich sozusagen dann Community-Profil erarbeitet. Genau. Hier sind nochmal so diese Probleme der Präventionsarbeit von verzweifelnden Digital Streetworkenden in dem in sozusagen einem kleinen TikTok zusammengefasst. Und das ist natürlich sozusagen auch immer wieder Thema.
also der Zustand. Die Digitalisierungsformen sind interessant, habe ich euch gesagt. Es gibt vor allen Dingen Regelangebote, die digitalisiert werden. Dann gibt es bestehende Angebote wie Streetwork, die sozusagen sowieso existiert, oder die Drogenberatung Schwaben, die dann letztendlich bestehende Angebote erweitert um die sozialen Medien. Und dann gibt es vor allen Dingen diese strukturellen Folgewirkungen der Digitalisierung durch diese Effekte von dem veränderten Informationszugang und zu unregulierte Propaganda auf Social Media, die darauf reagieren. Also es gibt eigentlich diese drei Formen im Digital Streetwork, die sich so herauskristallisieren. Hier seht ihr mal so ungefähr, wo die meisten sind auf Instagram. Es gibt viel Discord-Server. Da habt ihr mal so eine Übersicht, was alles da ist. Das Problem ist, wenn ich jetzt Digital Streetwork in Anspruch nehmen will, ist es nicht so einfach, was zu finden. Sondern die gehen so aufsuchend durch die Kanäle. Aber ich habe so meine Suche nach dieser Übersicht, die ihr seht, vor allen Dingen machen müssen. Und das ging nicht über dann sozusagen eine Suche, weil dann kommen nur die Projekte, die am besten Öffentlichkeitsarbeit machen oder die den geilsten Content raushauen und die beste Interaktion haben. Aber heißt das, dass die bessere Sozialarbeit machen? Nein, natürlich nicht. Oder dann sitzen sie vielleicht in Bayern und können mir gar nicht helfen, weil sie nur für Bayern zuständig sind und eigentlich nur deren Jugendliche themenoffene Angebote machen können. Also, das ist so ein bisschen ein Problem. Dann sind die Plattformen häufig gar nicht in Kenntnis, dass es Digital Streetwork auf der Plattform gibt. Es gibt immer wieder Missbrauch von dem Konzept, dass Leute Produkte anbieten, das verkaufen. Coachings sind sehr beliebt. Und auch von den analogen Streetworkenden, die natürlich seit den 70er Jahren ihre Lobbyarbeit aufgebaut haben, gibt es sehr viel Kritik an dem Ansatz. Da geht es denen vor allen Dingen um fehlende Standards, und auch natürlich gibt es dem neoliberalen Wohlfahrtsstaat, haben wir immer diese Tendenz, dass soziale Projekte gegeneinander gestellt werden und nicht mehr gemeinsam nach vorne gucken, sondern eigentlich nur noch im totalen Ressourcenkampf sind. Auch das spielt natürlich eine Rolle, wenn ich das Gefühl habe, mein Streetwork wird jetzt abgesägt dafür, dass es ein digitales Streetwork gibt. Aber beide Ansätze haben eine totale Legitimität und sollten auch beide gleichwertig gefördert werden. Aber auch selbst unter den Streetworkenden ist es ein Riesenthema und gibt es da auch viel, sage ich mal, noch auszutauschen, auszuhandeln. Zu den Herausforderungen. Ja, das habe ich schon gesagt. Also wenn man auf TikTok arbeitet, dann verbrenne ich irre viel Zeit mit Content und Content Creation. Und die Frage ist, wie kriege ich den Content dann eigentlich an die Person und inwiefern mache ich dann eigentlich eine Öffentlichkeitsarbeit oder mache ich dann noch Digital Streetwork, indem ich wirklich dann in so einen 1-zu-1-Chat mache. Ich habe mit einem Kollegen ein Projekt erhoben, nämlich das in Stuttgart mit den Stuttgarter Jugendlichen. Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass ungefähr ein Drittel der Interaktion dann in so einen 1-zu-1-Chat. Also ein Drittel der Interaktion, die stattfindet, die Angebote sind, die gehen dann in so ein 1-zu-1-Chat über. Und dann ist es auch ganz interessant zu wissen, es gibt welche, die gehen sehr lange, und es gibt welche, denen kann man sehr, sehr schnell und kurz helfen. Also die stehen einander gegenüber, diese Fälle, und sind so ein bisschen irregular. Feststellen kann man auch, dass komplett neue Zielgruppen erschlossen werden. Also diese Angst von den Streetworkenden, wir nehmen jetzt irgendwie Jugendliche weg, stimmt gar nicht, weil im Netz sind ganz andere Menschen als auf der Straße. Und die leiden vor allen Dingen viel unter Einsamkeit und Desorientierung. Das ist so ein Thema, was sich wahnsinnig durchzieht. Ein interessanter Aspekt finde ich immer noch, auch in diesem ganzen, naja, wo gehen wir eigentlich hin mit diesen Wahlergebnissen, nicht auf junge Menschen immer so defizitär orientiert zu gucken, sondern auch zu gucken, was ist eigentlich mit den erwachsenen Menschen und wo sind die Weltbildschließungen und sollten wir nicht auch vielleicht mal Streetwork für die machen? Aber hier sind die Bedarfe total unklar, und an junge Menschen komme ich halt einfach immer gut ran über Schule oder über andere Bezüge, und es gibt auch sehr viel Förderung, aber für diesen Teil, würde ich sagen, der potenziellen AfD-Wählenden gibt es nicht sehr viel an, würde ich sagen, solchen Angeboten. Wir haben Schutzaspekte vulnerabler Gruppen.
Das heißt, das habe ich schon gesagt, in dem Chat, wenn ich vor allen Dingen über Schulden spreche, die ich vielleicht im, oder Sucht, Drogenkonsum, alles extrem schwierige Themen, die man eigentlich nicht im 1:1-Chat schreiben sollte, vor allen Dingen nicht auf einer Plattform, die mir vielleicht hinterher dann Ähnliches anzeigt. Außerdem ist es unklar, was ist mit den Konsequenzen im Scoring und auch in diesen Kriminalitätsprognosen, was damit weiter. Junge Menschen wachsen auf, sie kreieren einfach diese Daten, ohne die Konsequenz vielleicht auch gut abzuschätzen. Und eigentlich haben wir den Schutzauftrag, das auch mit in den Blick zu nehmen. Und das ist auch noch auszuhandeln. Genau, es gibt Potenziale, mit Content-Creatorinnen zusammenzuarbeiten. Da ist es halt wichtig zu sagen, es ist keine Verwertung und wir sind auch nicht billig da, um deine, um sozusagen deinen Impact zu steigern und dann wiederum deinen Gewinn, den du machst. Ich finde es total gut, wenn man Digital Streetwork in so ein Prompt oder in so ein OpenAI einbauen könnte, indem, wenn ich dann halt schon dreimal bestimmte, sage ich mal, Sucht- oder Suizidthemen anspreche und frage, dann ist doch tot, wer könnte auch super gut so eine für mich so, brauchst du eventuell einen Digital Streetworker? Hier ist so ein Pop-up-Fenster, magst du mit jemandem sprechen? Also für mich ist das so ein Moment, wo ich denke, das wäre eine Chance, da eigentlich nochmal eine Verbindung herzustellen zwischen den digital aufsuchenden Ansätzen und den digital strukturellen Rahmenbedingungen, die wir haben. Die Prio muss aber sein, eben, das ist ein Unterstützungsangebot. Ich sehe es auch so, dass die Plattformen da auch gerne Geld für bezahlen können. Die machen ja auch die Gewinne. Also sie könnten solche Leute auch anstellen. Die müssen halt nur unabhängig bleiben. Das ist halt wichtig, nach ihren Standards verfahren. Sonst funktioniert das nicht. Es gibt den Trusted Flagger. Das ist der, der sozusagen im Digital Services Act verankert ist und eigentlich zivilgesellschaftliches Engagement bindet, damit ihr sagt, was die Plattform richtig und falsch. Also das zu flaggen ist ein Riesenaufwand. Man muss da rein, das kostet total viel Geld, das kostet total viel Zeit. Ich frage mich so, könnten wir damit nicht was anderes machen als zivilgesellschaftliche Organisation? Ich sehe diesen Trusted Flagger sehr kritisch, weil da ist kein Entgelt drin, da ist auch nicht vorgesehen, wie die Finanzierung bisher ist von diesen Menschen, die Trusted flaggen soll. Es soll nur Zivilgesellschaft sein, die sagt, was falsch und richtig ist und was nicht in Ordnung ist und muss durch so ein Verfahren durch. Aber wäre es nicht vielleicht besser, vorher zu gucken und mit Digital Streetwork-Konzepten zu arbeiten? Dann brauchen wir ein Kompetenzprofil. Es gibt so drei Punkte, die haben sich rauskristallisiert bei all den 22 Projekten. Man muss gut monitoren können. Man braucht diese sehr speziellen Methoden der Online-Beratung und der schriftbasierten Kommunikation. Also wie ich berate ich. Und es gibt die sogenannte Digital Street Credibility. Also kann ich die Sprache der Plattform sprechen? Kann ich mich dort eindrücken. Auch die gehört irgendwie dazu. Dann sehe ich nochmal die Plattform auch noch viel mehr in dieser kooperativen Inhaltsmoderation und dass sie teilhaben können im Gemeinwesen orientiert. Also sie könnten mehr fürs Gemeinwesen online tun und sie hätten ganz klar vermutlich Prävention von Hate Speech und es wäre so human-sided, wenn Digital Streetwork auch in bestimmte, sage ich mal, Kommentarspalten reingehen oder Kommentare, wo es sehr brennt und das versuchen sozusagen runter zu regulieren und sie könnten das ja auch entsprechend melden, wenn sie bestimmte Rechte hätten. Dann die Digitalisierung des Sozialstaats liegt noch so ganz am Anfang und vielleicht für die Nerdgruppe hier, die, ich meine, ihr liebt die Verwaltungsdigitalisierung vielleicht auch, weil sie nicht klappt. Ja, also, aber es wird immer wahnsinnig viel über die Verwaltungsdigitalisierung gesprochen, aber es gibt da noch was dran an den Leistungen, die ich dann online beantrage und das machen eigentlich die Sozialarbeitenden und das ist noch überhaupt nicht durchdacht. Da ist für mich irgendwie so eine Lücke. Aber irgendwie denkt ganz häufig so, die staatlichen Akteure denken, mit der Verwaltungsdigitalisierung haben sie auch die Digitalisierung des Sozialstaats vollzogen. Ich, wie ihr hören könnt, bin ich da total kritisch. Genau, dann, Sie könnten Prototypen, vielleicht das ist noch mein Abschluss hier. Ich finde das ganz schön, weil wir wollten ja eigentlich über Chatkontrollen sprechen, jetzt ist es eh gefallen, aber das hatte ich eigentlich mitgebracht. D64 hat in der Forderung fürs digitale Gewaltschutzgesetz einen Beratungsanspruch in die Forderung reingesetzt und gesagt, Digital Streetworker müssen in dem Moment da sein und Hilfe anbieten, so ähnlich wie die Justizschnittstelle. Das fand ich total schön, aber dass es anerkannt wird, dass es irgendwie wahrgenommen wird und wir brauchen halt auch mehr Verbündete und Lobbyarbeit, die das Potenzial von Digital Streetwork sehen. Und
Das Letzte, das gebe ich euch mit, das ist nochmal dieser Punkt. Also seit der Weimarer Republik haben wir das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, der Sozialstaat ist dort lokal immer vor Ort. Dort wird auch abgerechnet, dort geht das Geld hin. Wenn wir aber das Internet haben, wie gesagt, mit den Stuttgarter Jugendlichen, dann ist es total schwierig und das löst dieses Subsidiaritätsprinzip eigentlich auf. Das heißt, wir müssen auch nochmal neu denken, okay, wie stellen wir den Sozialstaat auf, wenn wir digitale Dienste wirklich online anbieten und müssen wir vielleicht da sozusagen durch eine Transformation gehen. Und ich finde es ganz schön, das hat die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, das ist die größte Arbeitgeberin im Bereich soziale Arbeit mit der Diakonie in Deutschland gesagt. Also ich denke, da wird noch eine Menge auch kommen, was wir mit verhandeln müssen. Das war es erstmal von mir. Vielen Dank. Dann, Fragen. Wir haben jetzt so, hat jemand Fragen an Christina? Ich habe nämlich eine Frage, was ist dieses Lex Dingsbums, was Hate Speech stand da, slash Lex Dislex, yes. Islamische, also im sogenannten, also in der Prävention von Extremismus, so wie Demokratie leben, also dieses Förderprogramm, das hat sozusagen drei Formen, linke Militanz, islamischer Extremismus und Rechtsextremismus, das sind die drei Phänomene, die sozusagen mit Maßnahmen, auch sozialer Arbeit, angegangen werden müssen und bewältigt werden müssen. Das nur als, ja, als Hintergrund. Ich habe, glaube ich, nicht ganz verstanden, wie gerade sichergestellt wird, dass lokale AnbieterInnen von Digital Streetwork auch nur eine Zielgruppe erreichen. Was ist dann die erste Frage, die Sie stellen? Kommst du aus Stuttgart? Oder? Gute Frage. Nein. Das ist, glaube ich, total blöd für den Beziehungsaufbau. Ich weiß sozusagen von dem Projekt in Bayern, die auch nur über den Bayerischen Jugendring sozusagen und glaube ich, Staatsgeldern dort finanziert ist, dass die dann versuchen, Anschluss an andere Projekte zu finden. Aber es ist auf eine Art ungelöst. Ja. Das Stuttgarter Projekt hat das so gelöst, indem sie auf Jodel gegangen sind. Und Jodel ist ein geodatenbasierter Social Network Dienst. Da habe ich dann sozusagen ziemlich sicher, erreiche ich über den Channel, den ich dort bin, auch nur die, die in meinem Radius sind. Also das ist interessant, dass dann sozusagen die Innovation auch da stattfindet, wo ich das in Einklang bringen kann mit meinen Geldgebenden. Also das ist immer alles so eine ganze Mische aus Abwägungssachen. Ich wäre auch total Fan für Geld, dass man das mal frei entwickelt von diesen Rahmenbedingungen. Du sagtest, ChatGPT, wer dreimal nach Suizid fragt, dem sollte ein Pop-up präsentiert werden. Oder in dem Prompt oder so. Im Prinzip eine gute Idee, aber das würde ja ein User-Tracking über mehrere Tage über den kompletten Inhalt implizieren. Schwierig. Ich hatte das eher so als Impuls gedacht. Das ist ja auch nur eine Idee, die ich euch hier pitche. Ne? Aber die ich so dachte, in dieser ganzen Diskussion um Hate Speech hat man sehr viel gemacht. Okay, gibt es auch immer diesen Moment, möchtest du diesen Post wirklich abschicken? Und da gibt es ganz viel Forschung, dass sozusagen, wenn ich nochmal diese Warnung bekomme, dass ich nochmal innehalte und vielleicht den Hassinhalt doch nicht so absende. Das ist vor allen Dingen, wenn ausgelesen wird, wenn ich schon mehrere, sage ich mal, Wörter, die auf der Blacklist stehen, in die Kommentarspalte getan habe, dann kann ich sagen, okay, du kannst das nicht abschicken oder ich kann dir ein Pop-up geben und dich nochmal daran erinnern, was die Community Guidelines sind und dich nochmal überlegen lassen und vielleicht reformulierst du deine Kritik in einer sachlicheren Form, weil du eigentlich ja gerne deine Meinung kundtun willst und wir das ja eigentlich auch schätzen, den Austausch und nicht das unterdrücken wollen. So, ich sehe das so als so einen Impuls zu sagen, hey, möchtest du nicht? Wenn ich es dann nicht nehme, ist auch völlig in Ordnung. Aber da zu viel fände ich nicht, einfach nur so Angebot, überlegst dir.
Was ich mich noch frage, ist, wie funktioniert das konkret? Ich bin jetzt auf dem, Entschuldigung, ich versuche jetzt Jugendsprache. Ich bin jetzt auf dem Fortnite-Server und zocke da so rum und bin mit meinem Team-Speech und sage die ganze Zeit, fuck, alle sollen sterben. Dann kommt Jonas 23 und sagt, geht's dir nicht so gut? Wollen wir mal reden? Also nein, ich, jetzt ernsthafte Frage, weil das ist ja, wie geht da auf die zu? Das ist, das ist eigentlich eine interessante Form, die letztendlich an den Communities hängt, auch daran, dass ich die Sprache erkenne, auch dass ich vielleicht die sag ich mal, Leute oder die Community kenne. Früher fand ich das auch immer so schön, man kann ja auch viel an den Social Media Posts der eigenen jungen Menschen ablesen. Also wenn das jetzt der dritte Post mit einem fürchterlich traurigen irgendwie Goth-Meme ist, dann würde ich vielleicht mal drauf eingehen. Vor allen Dingen, wenn ich die Person kenne. Also die Frage ist ja auch, irgendwie habe ich nur eine Beziehung aufgebaut, die vielleicht eigentlich durch Spielen sowieso entstanden ist und merke ich, hast du heute einen schlechten Tag? Oder ist eigentlich was, also das so ein bisschen auszutarieren. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen schlechten Tag und möchte in Ruhe gelassen werden und muss mich da rauslassen. Es ist eine Kunst, glaube ich, diese Beziehung gut aufzubauen und dann belastbar zu haben, sodass jemand auch mit einem sprechen möchte. Also das ist der Kern sozialer Arbeit, ist gute Beziehungsarbeit zu machen und das zu können. Gerade im Internet gibt es ja richtig oft Probleme auch mit, auch sozialen Barrieren, die ja einfach nicht da sind, im Sinne dessen, dass man einfach dauerhaft Kontakt üben kann. Wie schafft man da als Streetworkerin Abgrenzung oder sowas? Hat man dann Geschäftszeiten, an denen man sein Handy anhat? Wie läuft das ab? Also das stelle ich mir schon einfach ein bisschen schwieriger vor. In den Bios ist häufig das angegeben, wann bin ich erreichbar, wo. Es ist aber auch ein Problem unter den Streetworkern selben, diesen 24/7 halten zu können. Oder ich habe Geschäftszeiten. Viele haben übrigens auch Hinweise irgendwie in Bezug auf Suizid oder weitere Hilfe, an die du dich wenden kannst. Ich bin nicht erreichbar gerade da. Also es wird schon versucht, das zu brücken. Und werden Fälle dann auch abgegeben, wenn es zu heftig wird einfach? Oder Empfehlung ist natürlich schon, das im Team zu machen und nicht 1:1. Das ist aber sowieso eine Empfehlung, würde ich sagen, sozialer Arbeit. Ja, also immer ein Vier-Augen-Prinzip, eine Supervision zu haben. Und also ich habe jetzt viel über Standards gesprochen, aber ihr seid nicht das Publikum, um mit euch über sozialpädagogische Standards so richtig krass zu nerden. Deswegen habe ich dann jetzt nicht so viel darüber zu sprechen. Also was wir darunter vorstellen, wie das aussehen muss und so weiter. Ja, vielen Dank für deinen Beitrag, Christina. Einen Applaus bitte nochmal für Sie. So, hier beschließen wir den Abend mit einer Veranstaltungsempfehlung, genau. Und zwar ist es in Moabit, dem besten Bezirk von Berlin. Sehr gut, 21. Und zwar am 5. Juli um 18.30 Uhr könnt ihr da neue Informationen bekommen. Im Topio e.V., der hat sich in der Markthalle einen Stand geholt. Und denen geht es darum, Menschen, die jung oder unbedarft sind oder sich noch nicht so mit Technik auskennen, zu helfen, ihre Daten zu schützen und nicht die ganze Zeit verfolgt zu werden. Das heißt, man kann da hingehen und sein Handy reparieren lassen oder sich das Handy so aufsetzen lassen, dass es anstatt Google Startpage nimmt oder irgendeine andere, die ihr jetzt nicht kritisch seht. Wahrscheinlich gibt es keine. Das ist so das Motto des Ladens. Man kann auch sein Handy dort reparieren, anstatt es wegzuschmeißen und sich das neueste Handy zu kaufen. Eigentlich ein ziemlich guter Ansatz. Und das neueste Projekt ist so eine kleine Vortragsreihe. Und am 5. Juli werden dort Robert Dobe und Tom Jennison darüber sprechen, wie viel Überwachung verträgt unsere Demokratie. Und ja, die Chatkontrolle wird auch darin vorkommen. Und wenn ihr genaueres wissen wollt, dann geht am besten am 5. Juli dahin. Da ist auch kein Fußballspiel, was irgendwie relevant sein könnte. Und seid am besten ein bisschen vorher da, weil der Andrang ist immer ganz groß. Genau. Jetzt nochmal, unterstützt die digitale Gesellschaft. Wir haben leider wieder keinen Hashtag. Dafür haben wir viele tolle Sticker. Die liegen dort in der Kiste bei dem jungen Mann. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die digitale Gesellschaft unterstützen, finanziell oder mit euren guten Wünschen. Und ja, weil jetzt Sommer ist und wir nicht die ganze Zeit hier immer rumhängen wollen, gibt es im August keinen netzpolitischen Abend. Wir grillen draußen und hängen draußen im Arboretum rum, also kommt gerne am 6.8. vorbei, ab 18 Uhr. Da wird gegrillt und alle sind da und freuen sich. Der nächste netzpolitische Abend ist dann einen Monat später natürlich, am 3. September,
um 8 Uhr auf der Seabase, um 20.15 Uhr im Stream. Und ja, es wird ein Dienstag sein. Genau, das war's für heute. Schönen Abend noch. Und die Referenten sind noch hier, ihr könnt sie jetzt noch befragen, bevor sie sich verflüchtigen. Und die Bar ist auch noch geöffnet. So, fertig. Tschüss.